Jede Kirche wurde von mir frequentiert, obwohl es für einen jungen Menschen relativ ungewöhnlich ist, so in die Kirche zu rennen. Als Kind bin ich gerne schon in Kirchen gegangen und habe mir gedacht oder auch gesagt, der liebe Gott wohnt aber schön. Und speziell die katholischen Kirchen mit diesem Pomp und der Ausstattung sieht man hier auch in der Wohnung. Ich habe ja hier auch verschiedene Engel. Meine Lieblingsengel hängen hier, die auch meine Schutzengel sind. Ist vielleicht ein bisschen versponnen. Aber als junge Frau, wenn ich so einen Herzenswunsch hatte, einen wirklich, wirklich tiefen Wunsch aus tiefster Seele, dann bin ich in die Kirche gegangen und habe Zwiesprache gehalten zwischen Gott oder der Kirche oder mir einfach gebetet. Und beten ist ja nichts anderes als eine Zwiesprache zu halten, mit wem auch immer. Mir selber hat es gut getan. Ich bin immer wieder gestärkt aus den Kirchen raus. Erst habe ich mich erfreut an der Bauweise und allem Möglichen und dann auch an diesem ruhigen, intensiven Zwiegespräch, was nur für mich gültig war. Und es tut mir heute noch gut. Ich mache es heute noch. Wenn ich in der Stadt bin, dann gehe ich entweder in die Theatinerkirche oder in die Asamkirche. Da gehe ich besonders gerne rein, weil ich den Dekan kannte von der Asamkirche. Der hat mir auch vieles erklärt, wie diese Asamkirche entstanden ist, aber das hat mir gut getan und am liebsten gehe ich dahin, wenn nichts los ist, wenn nicht die ganzen Touristen da rumrennen und fotografieren und sich unterhalten. Ich sitze am liebsten alleine da. Aber gut, ich kann mir keine Kirche alleine leisten. Aber so oft, wo ich jetzt hier draußen wohne, bete ich auch nicht mehr, beziehungsweise gehe ich nicht mehr in die Kirche für diese Zwiesprache. Ich mache es jetzt für mich alleine zu Hause in Form einer, sagen wir mal, Meditation. Das ist meine ganz persönliche Meditation. Und nicht nur, wenn ich Wünsche habe, sondern wenn ich auch dankbar bin für irgendetwas, was mir Gutes in meinem Leben passiert ist. Das darf man nämlich nicht vergessen. Diese Dankbarkeit, die Menschen, die wirklich mal dankbar sind für etwas und auch danken, die fühlen sich wohler. Das sind andere Menschen als die, die alles eben selbstverständlich erachten. Ich bete, jetzt passiert es, na wunderbar, okay, alles selbstverständlich. Nein, diese Dankbarkeit gehört mit dazu. Und so sollte man überhaupt so eine Zwiesprache beginnen, indem man erstmal dankt für das, was man bisher bekommen hat. Und so tut mir das gut. In frühester Zeit habe ich das anders, als ich noch sehr jung war, anders gehandhabt, aber jetzt kann ich sagen, ich bin ein glücklicher Mensch. Auch wenn man furchtbar Rachegedanken im Herzen hat, die ich auch hatte. Ich will jetzt nicht sagen Mordgedanken, aber alle möglichen Rachegelüste sind in mir aufgestiegen und die habe ich durch diese Zwiesprache oder durch das Gebet in mir beruhigt. Und ich kann heute sagen, mit über 70, dass ich ein glücklicher Mensch bin, ein zufriedener Mensch. Auch wenn nicht alles so ist, wie ich es mir immer mal erträumt habe. Ich habe auch immer noch Wünsche, Gottlob. Gottlob habe ich immer noch Wünsche. Und wenn wieder mal so ein Wunsch erfüllt wurde, dann freue ich mich richtig. Narrisch praktisch.